Und der nächste Redner in der Debatte, Markus Paschke für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Frau Kipping, Sie haben vorhin ein Paradebeispiel erwähnt. Ich finde, Ihre Rede war ein Paradebeispiel für Schlechtreden und auch für Ignoranz. Wir wollen mit den Rechtsvereinfachungen SGB II nicht nur für die Ämter, sondern auch für die betroffenen Menschen Erleichterungen schaffen. Wir sagen, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Deshalb werden wir die Jobcenter und die Betroffenen von Bürokratie entlasten, damit mehr Zeit und mehr Energie für die Betreuung und für die Förderung bleibt. Ich will dies an einigen Beispielen deutlich machen. Eine wirkliche Erleichterung ist die Verlängerung des Bewilligungszeitraums. Zukünftig müssen Anträge auf Leistungen nur einmal im Jahr gestellt werden. Pro Jahr entfallen somit mit dieser Änderung rund 2,5 Millionen Weiterbewilligungsanträge. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Nein, ich würde gerne erstmal. Auch nicht von Frau Podmer? Nö. Auch nicht. Gut, von Frau Podmer. Alles klar. Gut. Haben Sie sich mal durch diese Anträge gekämpft? Ich mache das im Rahmen meiner Bürgersprechstunden regelmäßig. Das Rauschen im Blätterwald ist beeindruckend und mühselig. Denn es sind nicht nur die Anträge, sondern auch die damit verbundenen Unterlagen, die nun einmal im Jahr eingereicht werden müssen. Ein weiteres Beispiel ist die Gesamtangemessenheitsgrenze für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung. Zukünftig zählt also die gesamte Summe für die Bewertung der Angemessenheit der Wohnung. Ob eine höhere Miete in einem Neubau mit höheren Standards, aber dafür niedrigeren Heizkosten, oder eine niedrigere Miete, dafür aber höhere Heizkosten, spielt keine Rolle mehr, solange sich die ganze Summe in der Gesamtangemessenheitsgrenze bewegt. Ich finde es gut, dass zukünftig SGB-II-Bezieher nicht mehr von modernen Wohnungen ausgeschlossen sind, weil nur die Miete, das ist nur ein Teil der Gesamtkosten, mit einer Angemessenheitsgrenze belegt wurde. Ansprüche aus dem SGB II können zukünftig auch nicht mehr gepfändet und übertragen werden. Das ist eine Forderung, die die Betroffenen und ihre Interessenvertreter schon lange gestellt haben. Und nach bisheriger Rechtslage muss jede erwerbsfähige, leistungsberechtigte Person bei Krankheit einen gelben Schein vom Arzt vorlegen. Das gilt auch für Personen, die aktuell für eine Arbeitsaufnahme gar nicht in Frage kommen, weil sie zum Beispiel eine Schule besuchen und einen Schulabschluss machen. Das entfällt nun für viele. Ich finde, auch das ist ein großer Fortschritt für die Betroffenen und auch für die Bürokratieentlastung. Mit dem Gesetzentwurf stärken wir auch die Eingliederungsvereinbarung. Dazu gehört eine stärkere Nutzung der Potenzialanalyse. Denn nur wenn klar ist, wo Stärken und Schwächen liegen, kann effektiv Hilfe und Unterstützung erfolgen. Damit soll der Gedanke des Förderns mehr Bedeutung bekommen. Wichtig ist mir insbesondere, dass diejenigen, deren Arbeitslosengeld zu gering ist, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, also diejenigen, die aufstocken müssen, zukünftig bei Weiterbildung und bei Unterstützung zur Jobsuche von der Agentur für Arbeit gefördert und betreut werden. Das hat auch mit Anerkennung und Würde zu tun, denn sie haben sich Ansprüche aus dem SGB III auch erarbeitet. Sie haben nur wahrscheinlich in der Regel zu wenig verdient, um ausreichend Ansprüche zu haben, um ihr Leben gestalten zu können. Ich finde, das sind alles Schritte in die richtige Richtung. Last but not least, auch ein ganz wichtiger Punkt, sind die Verbesserungen bei der Ausbildungsförderung. Wir haben bisher gehabt, dass jeder, der eine Ausbildung aufnahm, mit dem Tag, als er sie begann, weniger Geld zur Verfügung hatte, als wäre er im System SGB II geblieben. Und das haben wir jetzt für viele geändert. Sie bekommen nicht
mehr weniger Geld, sondern sie haben mindestens die gleichen Ansprüche wie vorher. Und das ist auch gut so. Es ist kein Geheimnis, dass wir von der SPD-Fraktion gern noch mehr für die Menschen in unserem Land erreicht hätten. So hege ich zum Beispiel immer noch die Hoffnung, dass wir es schaffen, im parlamentarischen Verfahren den Gesetzentwurf um eine Bagatellgrenze für Rückforderungen zu ergänzen. Denn auch das wäre eine spürbare Entlastung für alle Beteiligten. Es kann doch nicht sein, dass eine Rückforderung von 5 Euro Arbeitskosten in den Ämtern von 50 Euro entstehen. Das steht wirklich in keinem Verhältnis. Das gilt allerdings auch für die Blockadehaltung der CSU beim Thema der Sanktionen. Kürzungen in die Kosten der Unterkunft hinein sind nicht nur sinnlos, sondern einfach nur gefährlich und gefährden Mietverhältnisse. Auch die besonders scharfen Regelungen für unter 25-Jährige haben alle Experten als nicht zielführend bezeichnet. Sie bringen nichts. Wir haben das hinlänglich diskutiert. Die CSU verhindert leider bis heute eine faire Lösung. Wer ständig Sand ins Getriebe streut, kann nicht der Motor der Nation sein. Und da Horst Seehofer zu Recht die Entwicklung in der Rente, er bezeichnet sie als die neoliberalen Entwicklungen in der Rente, kritisiert hat, gebe ich die Hoffnung auch nicht auf, dass sich diese Erkenntnis auch in Bezug auf die Sanktionen ausbreitet. Mein Fazit für heute, es ist ein guter Entwurf, der in die richtige Richtung geht. Und ich denke, wir werden im parlamentarischen Verfahren sicher noch über das eine oder andere reden können. Vielen Dank, Markus Paschke. Das Wort hat nun der sehr verehrte Dr. Matthias.